Hallo liebe Dschungelkinder, in der vergangenen Woche habt ihr mir alle möglichen Rezepte geschickt, von Schnitzel mit Pommes über Nudeln bis hin zu Pancakes oder eben auch Waffeln. Und weil sonntags unser traditioneller Waffel-Esstag ist oder Waffelbacktag ist, möchte ich euch heute mitnehmen, mal eins eurer Rezepte auszuprobieren und mal sehen, ob es mir genauso gut schmeckt wie euch. Also, wenn es euch nicht interessiert, schaltet am besten jetzt aus. Ansonsten dürft ihr mir jetzt beim Backen zugucken. Das Rezept, um das es geht, ist dieses hier. Waffeln gibt's mit Butterzucker und so weiter. So, die Zutaten habe ich alle beisammen. Jetzt kann es losgehen mit dem ersten Schritt. Als erstes Zucker, Vanillezucker und Eier schaumig rühren. Ei, sicher doch, das kriegen wir hin. Jetzt geht es noch um das Waffeleisen. Das habe ich jetzt schon angemacht. Und jetzt wollen wir da natürlich die leckeren Waffeln backen. Teig ist fertig, Waffeleisen ist schon parat. Jetzt kann es richtig losgehen. Jawohl. Und was Familie Smart gerne zu den Waffeln dazu isst, sind Kirschen. Die mache ich jetzt hier mal noch rein. Die werden gleich nämlich angedickt aufgekocht. Und dann haben wir eine schöne leckere Kirschsoße dazu. So, und jetzt können wir die erste Waffel mal reinmachen. Oder den ersten Teiglöffel. Und schauen mal, wie das Ganze nachher wird. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. So, die Kirschen sind fertig und auch die Waffeln sind auf dem besten Weg. Und wir freuen uns schon total auf diese leckeren Waffeln zu essen. Vielen, vielen Dank für dieses leckere Rezept. Ich hoffe, es wird uns allen schmecken, aber da bin ich mir sicher. Ganz liebe Grüße. Tschüss.